Zunächst einmal das, was wir auch jetzt in der Mehrzahl der Spiele, die wir gemacht haben, gezeigt haben. Dass wir weiterhin an diesem Mut festhalten, an dieser Spielfreude und auch wirklich an dieser Aktivität, dass wir nach vorne spielen wollen. Und das gilt einfach jetzt zu stabilisieren. Klar hat das gut getan, der Sieg gegen Dortmund, weil es natürlich auch nach der Niederlage, nach der Auswärtsniederlage, eine sehr, sehr gute Reaktion der Mannschaft war. Und es zeigt auch, wie schnell sich sowas auch in die andere Richtung wieder drehen kann. Wir sollten trotzdem gewarnt sein und unsere Hausaufgaben machen. Und das werden wir jetzt in dieser kurzen Vorbereitung so gut wie möglich machen und uns auf das Spiel vorbereiten gegen Köln, was wir auf jeden Fall auch gewinnen wollen dann. Ja, es hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt jetzt bei seiner Mannschaft und ein sehr explosiver Spieler, sehr mit einem sehr, sehr großen Drang auch nach vorne. Von daher ist es aber trotzdem wichtig, dass er erstmal hier ankommt. Ja, die Erwartungshaltung ist immer groß bei neuen Spielern, aber sollten wir immer auch ein Stück weit vorsichtig sein.